Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau. Hier geht es um finanzielle Freiheit durch finanzielle Bildung. Und heute geht es um ein sehr, sehr praktisches Thema und zwar ein Problem, was ich auch immer wieder habe oder auch in der Vergangenheit hatte. Und zwar geht es darum, wenn man sich auf den Weg begibt, etwas zu lernen. Gerade jetzt, also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel investieren. Wenn man investieren möchte, aber am Anfang steht und noch nicht genau weiß, wie das alles funktioniert und was es alles für Möglichkeiten gibt oder sonst was. Vor diesem Problem stand ich, weil ich nicht wusste, wie kann ich das Geld, das ich denn jetzt verdiene, eigentlich für mich arbeiten lassen. Und was ich gemacht habe, ich habe erstmal alle möglichen Sachen gegoogelt und alle möglichen Leute, die ich kannte, wo ich wusste, die vielleicht in dem Bereich etwas machen, gefragt, wie sie das machen. Das Problem war, ich bin auf keine zufriedenstellende Lösung gekommen. Das hat zum Teil daran gelegen, dass mein Umfeld nicht die Ziele hatte, die ich habe. Und das hat zum anderen daran gelegen, dass im Bereich Investieren, finde ich, im Internet zum Teil schwierig ist, fundierte Meinungen zu finden, weil, gerade wenn es jetzt, wenn wir beim Thema Aktien zum Beispiel sind, viel Irrationalität mit reinspielt, was auch mit eins der größten Probleme ist. So, und was ich gemacht habe, ist eigentlich, ich habe versucht, Gleichgesinnte zu finden, mit denen ich mich austauschen kann, um zum einen meinen Lerneffekt zu erhöhen, zum anderen schneller voranzukommen dadurch und einfach neue Eindrücke zu bekommen. Weil andere Personen haben komplett andere Erfahrungen gemacht wie ich und davon bin ich eigentlich überzeugt, dass ich von diesen anderen Personen dann immer sehr, sehr viel lernen kann. Und wenn ich mich direkt mit jemandem austausche, ist es viel mehr wert, als wenn ich zum Beispiel wie du jetzt das Video guckst und mir keine Fragen stellen kann. Du kannst mir zwar Fragen in den Kommentaren stellen, aber wenn du direkt mit mir sprichst, kriege ich einen ganz anderen Eindruck davon, was deine Ziele sind, was vielleicht deine Zweifel sind, was deine Ängste sind. Und das ist genau das Gleiche bei mir. Was ich also gemacht habe, ich habe versucht, mich mit Leuten, also Leute zu finden, die auf einem ähnlichen Weg sind oder, und das ist eigentlich immer der bessere Weg, Leute zu finden, die weiter sind als ich. Weil von denen kann ich ja viel mehr lernen. Wenn ich mit drei Leuten zusammen bin, die alle nicht finanziell unabhängig sind und das Ziel ist, finanziell unabhängig zu sein, kann man sich das Wissen schneller erarbeiten. Aber wenn man jemanden dabei hat, der schon finanziell unabhängig ist, ist es viel einfacher voranzukommen, weil also bestimmte Sachen, die er gelernt hat, einfach offensichtlich sind. So, und jetzt kommen wir mal zum praktischen Teil des Videos, denn ich habe heute drei Möglichkeiten mitgebracht, wie du genau an solche Personen kommst. Das ist nämlich gar nicht so schwierig. Die Möglichkeit Nummer 1 ist, das ist eigentlich eine Plattform, die in Deutschland nicht so verbreitet ist. In Amerika ist sie relativ groß. Sie heißt meetup.com und dort werden einfach öffentlich Events eingestellt, die dann veranstaltet werden. Also einfach Privatleute sagen, ich möchte mich zum Beispiel über Bitcoins austauschen. Und dann wird dieses Event zu einem bestimmten Zeitpunkt da veranstaltet, beziehungsweise es gibt so Gruppen und in denen kann man sich dann bewerben. Oder beziehungsweise bewerben. Man kann an diesen teilnehmen oder man sieht auch die Adresse und kann einfach hingehen. So, und da hat man schon mal Leute, die in gewisser Weise ein bisschen ausgesiebt sind. Das heißt, die wissen schon mal, okay, die wollen sich da dafür, die interessieren sich dafür und mit denen kann ich ja mal in Kontakt treten und vielleicht sind da ja ein, zwei Infos bei, die mir weiterhelfen, entweder in die Richtung zu gehen oder vielleicht lerne ich da ja sogar Leute kennen, mit denen ich mich weiter austauschen möchte, mit denen regelmäßiger Austausch Sinn macht. Denn dann hat man einfach so einen exponentiellen Effekt irgendwann, wenn jeder dazu was beiträgt und vielleicht gründet man eine Mastermind oder was auch immer oder bleibt einfach im kontinuierlichen Austausch. So, das ist Tipp Nummer 1, meetup.com. Was auch funktioniert ist, und das habe ich lange Zeit gar nicht gesehen, man kann bei Facebook nach Veranstaltungen suchen. Und mittlerweile wird ja für jeden Scheiß eine Veranstaltung erstellt, aber man kann natürlich auch gezielt danach suchen, welche Veranstaltungen zu diesem Thema, und da empfehle ich eigentlich sehr, sehr breite Begriffe zu nehmen, weil zu sehr speziellen Anfragen habe ich oft nichts gefunden. Welche Veranstaltungen sind denn in meiner Nähe? Das können zum einen einfach Treffen sein von Leuten, die sich lokal treffen wollen. Das können aber genauso Events sein, von denen man ansonsten vielleicht nicht erfahren hätte. Und auch da trifft man dann wieder Gleichgesinnte, mit denen man sich austauschen kann. Also das ist natürlich genau das Gleiche. Der Vorteil, den habe ich ja gerade schon geschildert. So, das ist auf jeden Fall, beides funktioniert sehr, sehr gut. So,
So, und jetzt kommt der Tipp Nummer 3 und den bin ich auch gegangen und dadurch hatte ich ein extremes Vorankommen. Und zwar ist es, hier, in den Büchern von Robert Kiyosaki ist es so, wenn man mal ganz nach hinten blättert, hat man hier eine Seite zum Official Cashflow Club. So, und was sind das für Clubs? Das sind Clubs, die das Spiel, was Robert Kiyosaki herausgebracht hat, das Cashflow 101 und Cashflow 202, was ich übrigens auch empfehlen kann, das habe ich mir gekauft, auch wenn es 200 Euro kostet, spielen kann. Das heißt, man muss das Geld nicht investieren, sondern kann einfach dahin gehen, hat manchmal einfach eine kleine Gebühr, weil es kostet was, diese Clubs zu gründen, und kann dann mit anderen Leuten das Spiel spielen. Das ist erstmal ganz cool, weil man sich da über finanzielle Freiheit und finanzielle Bildung und all das, worum es auch hier auf dem Kanal geht, austauschen kann mit den Leuten. Aber, und das ist noch viel wichtiger, es ist wieder ausgesiebt und sie sind sehr, sehr nah am Thema dran. Und meistens ist halt schon eine Verbindung da, weil wenn sie das Buch gelesen haben und es scheiße fänden, wären sie natürlich nicht bei diesem Event. Und man ist dann sowieso in einem regen Austausch, weil man einfach als Beschäftigung schon dieses Spiel hat. Und man muss sich zwangsläufig über das Thema Investment austauschen, weil so einfach das Spiel funktioniert. Und was bei Networking-Events ja öfters schwierig ist oder beziehungsweise was ich schwierig finde, ist manchmal, wenn man irgendwo hingeht und niemanden kennt, dann weiß man nicht direkt, okay, wer könnte jetzt interessant sein, wo fange ich ein Gespräch an oder sonst was. Und das ist halt bei diesen Clubs gelöst, weil man sowieso eine zweckmäßige Unterhaltung braucht, um das Spiel zu spielen. Und das macht zum einen sehr, sehr viel Spaß und man taut sehr, sehr schnell auf. Und man merkt auch sehr, sehr schnell, was bei den Leuten, also in den Leuten in ihrem Kopf vorgeht in Bezug auf Investments. Und daraus sind auch bei mir einige interessante Kontakte entstanden, die ich jetzt über, ja, ich glaube mittlerweile irgendwie über ein oder anderthalb Jahre schon pflege und die mein Fortkommen oder mein Vorankommen gerade im Bereich Aktieninvestments extrem gepusht haben. Ich gehe jetzt nicht mehr regelmäßig hin, weil ich einfach die Zeit dafür nicht im Moment aufbringen kann, aber ich kann es jedem empfehlen, das ansonsten mal auszuprobieren. Es gibt es in eigentlich fast allen großen Städten, diesen Cashflow Club. Ich glaube, hier ist auch so eine URL drin. Die kann ich nochmal unter das Video packen, cashflowclubs.de. Und da kann man einfach mal hingehen und dann findet man eigentlich immer Leute, die an ähnlichen Sachen Interesse haben und viele andere Sachen gemacht haben, die man selbst noch nicht gemacht haben. So, das war's für dieses Video. Ich hoffe, die Tipps haben dir gefallen. Wenn du vielleicht noch andere Anlaufstellen hast, würde mich das freuen, weil ich bin immer offen, weil ich glaube nicht, dass ich hier die Wahrheit oder das, ja, der Wahrheit letzter Schluss war. Das heißt, wenn du noch andere Sachen kennst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wenn du Fragen dazu hast oder auch zu anderen Sachen aus den Videos oder Anregungen, Feedback, was auch immer, ich bin da offen für alles. Ich freue mich, dass du das Video ansonsten gesehen hast. Wenn es dir gefallen hat, liken und abonnieren. Und wenn du mehr über finanzielle Freiheit erfahren möchtest, dann kannst du auch meine Homepage besuchen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ich dich im nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, mach's gut. Ciao.